Warte. Oh Mann, ey, das geht mir so auf den Sack. Oh, wie soll das denn gehen? Das war... Ich mache mir das viel zu schwer. Da gäbe es eine ganz andere... Eine ganz andere Herangehensweise. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich damals keine Probleme hatte. Also, ich habe es nicht in Erinnerung, dass ich hier Probleme hatte, sagen wir mal so. Der ist halt immer im falschen Moment da. Der hat den Strahl immer vor sich oder direkt neben sich. Und dann geht das nicht. Das muss hinter dem sein. Warte. Okay, ich krieg die auch gar nicht darüber. Die verlassen nämlich nicht den Screen. So, da hätten wir das schon mal festgestellt. Okay, das könnte man vielleicht auch noch hinkriegen. Das ist vielleicht möglich. Probieren wir das mal. Dass ich dem Typi sag, also wenn ich den Slick in dem Räumchen hab, ja, die fangen dann auch an zu laufen. Ach, das ist doch scheiße. Warte. Okay. Ich versuche das aber trotzdem jetzt nochmal. Nein! So. Huch. So, jetzt habe ich den da, dann hole ich mir den Slick da rein. Sollst da einen Hebel ziehen, bitte. Nein. So. An die Arbeit. Hilfe! 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 Okay, dann war der anscheinend schon so benommen und so in Panik, dass er keinen Bock mehr auf die hatte. Na gut. Okay.
wäre das Thema auch gelöst. So. Gut. Kommst du jetzt rüber? Ja, super. Okay, haben wir drei hier oben. Und dann können wir die drei schon mal retten. Was ein Scheiß. So, zwei Stück hätten wir jetzt noch. Und das ist jetzt mit den Slogs da und da muss ich mal gucken. Das macht auf jeden Fall die Tür da auf. Hm. Oh, habe ich einen Quicksave gemacht? Bitte, lass mich einen Quicksave gemacht haben. Ja, sehr schön. Ja, ist doch gut. So, das sind Mini-Slogs da oben. Die muss ich holen. Oder versuche ich, glaube ich, erstmal die großen Slogs kaputt zu machen. Es hätte funktioniert, wenn Mr. Abe nicht einen Schritt zu weit gelaufen wäre. Aber das kriegen wir bestimmt noch hin. Warum waren die jetzt so schnell und warum ist Mr. Abe nicht gelaufen bzw. gerannt? Ach man, das ist heute ist das nichts Wahres so. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut hier beim ersten Level, aber nee, ne? Okay, komm. Das ist doch scheiße, ist das. Und die Socks würden auch an den Mudaken rangehen, weil der halt aufrecht steht und rumrennt und so. Hm. Ah, schön. Ich mach hier mal einen Quicksave. Ich versteh's nicht. Ist doch kacke, ey. Das ist ein richtiges Dreckslevel. Der ist immer an. Warum sagt mir das denn keiner? Der ist immer an. Oh. Hm. Weiß es nicht. Ich will wenigstens das Level hier noch fertig kriegen. Was passiert denn, wenn ich hier dran ziehe? Okay, nur Mini-Slogs. Ich will noch mehr auf den Sack gehen.
Also die Mini-Socks kann ich echt überhaupt nicht gebrauchen. Moment. Moment. Brauche ich das Stromzeug überhaupt? Ach komm! Mann, ey. Das kotzt an. Ich verstehe nicht, manchmal will er nicht. Beim letzten Mal war es irgendwie, dass er nicht. Irgendwas wollte er nicht machen. Irgendwas hat er zu spät gemacht. Und jetzt ist der hier auch irgendwie. Weiß nicht. So. Wäre vielleicht sogar möglich, ihm entgegenzurollen, nicht getroffen zu werden. Okay. Dann werde ich das mal so machen. Und hoffentlich nicht verkacken, wenn ich jetzt einen Quicksave mache. Ich hoffe mal, dass das richtig ist, was ich hier veranstalte. Ich glaube, wenn ich renne, könnte es funktionieren. Oder... Nee, da ist das, das Tor. Da ist das Tor. Hätte ich gesagt, ziehe ich einfach den Hebel und lass mich runter. Aber das geht nicht. Okay, rennen. Rennen ist die Devise. Ja, hat funktioniert. Wunderbar. Jetzt komm bitte hier runter. Dankeschön. So. Okay, Moment. Ich muss ihn erst kaputt machen. Weil ich zuerst den Mudark nach rechts holen muss. Doch! So, jetzt, der kommt jetzt erstmal hier hinten hin. So. Weil, wenn ich den Hebel ziehe, werden die wahrscheinlich auf mich losstürmen. Und da habe ich eigentlich nicht so richtig Bock drauf. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Bis auf die Mini-Socks, aber das geht nicht anders. Okay. Und der wird auch nicht davon beeinflusst, dass es... Hm.